So schnell kann man gar nicht gucken und schon wieder ist ein Monat um und jetzt ist auch bald das Jahr 2017 um. Oh mein Gott. Und ja, ich habe mich natürlich wieder meinem liebsten Hobby im Monat September gewidmet und habe es geschafft, insgesamt 7 Bücher zu lesen. Was ich am Anfang nicht dachte, denn ich habe einen riesigen Wälzer von fast 1300 Seiten dabei und deswegen dachte ich nicht, dass es dann tatsächlich noch 7 Bücher werden. Ihr dürft gespannt sein, also bleibt gerne dran. Sieben Bücher sind eine Menge und wenn ich so auf den Stapel hier vor mir schaue, den ihr hier nicht sehen könnt, der aber hier vor mir liegt, dann ist es doch durchweg ein solider Lesemonat mit Ausschlägen, die aber in die Richtung nach oben gehen und nicht nach unten und deswegen bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. Der Monat startete mit einem Buch, von dem ich wirklich begeistert bin, das mich tief ergriffen hat. Es war das erste Buch für mich von diesem Autor und es hat mich komplett überzeugt. Ich habe dieses Buch gesuchtet, ich habe den Film dazu geschaut und ich werde mir noch mehr Bücher von dem Autor kaufen. Und zwar geht es um Christopher Isherwood, A Single Man. In diesem Buch geht es um einen, ja, Single Man. Der Single Man ist hier bei George, der vor kurzem seine große Liebe verloren hatte mit dem Namen Jim. Das Ganze spielt zu einer Zeit, als homosexuelle Paare nicht anerkannt waren, in der zwar immer mehr ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür geschaffen wurde, jedoch ja alles immer noch hinter dem Rücken getuschelt wurde und sich darüber lustig gemacht wurde und es eben nicht akzeptiert war. George ist Literaturprofessor und ja, jeden Morgen quält er sich quasi aufzustehen und ja, sein Gesicht oder sein wahres Ich vor der Außenwelt zu verstecken, denn er möchte nicht, dass irgendwer sieht, wie es in seinem Herzen drin aussieht. Und so versucht er, sich durch den Tag zu schauspielern und hofft, dass niemand hinter seine Fassade schaut. Wir begleiten ihn hier an einem einzigen Tag in seinem Leben, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen und erleben, wie traurig George ist und wie ihn das alles mitnimmt, besonders der Tod von Jim und ja, wie er versucht, eben alleine damit klarzukommen. Und wie er sich eben versucht, vor anderen zu verstecken und wie es dann einzelnen Leuten doch gelingt, seine Fassade zu durchbrechen. Ein sehr, sehr guter Roman, der ja wirklich durch seine Sprache lebt. Also ich war sehr, sehr begeistert von der Ausdrucksweise von Christopher Isherwood und das hat mich so sehr gepackt. Ich möchte unbedingt noch mehr von diesem Autor lesen und natürlich gibt es dazu bald, ja, ich habe noch keine draußen, eine Rezension von mir. Everyone's an Alien When You're an Alien 2 von Jomny Sun oder Jonathan Sun war mein nächstes Buch. Das Buch ist eine Mischung aus Comic und Text, überwiegend eher ja, durch Zeichnungen geprägt. Hier geht es um einen kleinen Alien, der ja, von seinen Kollegen ausgesetzt wurde auf einem Planeten, um die Menschen, die Humans, zu erforschen. Und der kleine Alien weiß eigentlich gar nicht, was Humans sind. Und so kommt er auf diese Erde völlig unbedarft und er soll eben eine Studie darüber anfertigen und er freundet sich mit verschiedenen Lebewesen auf diesem Planeten an, sei es ein Ei, ein Baum, eine Kaulquappe, Vögel, Insekten, Blumen, jegliche Art von Lebewesen. Und wir merken schnell, alles andere, das ist alles andere, aber keine Menschen. Aber der kleine Alien erkennt das nicht und erstattet natürlich auch Bericht darüber. Und er lernt sehr, sehr viel auf diesem Planeten über ja, den Wert von Freundschaft und auch andere viele wichtige soziale Werte. Deswegen ist dieses Buch auch ganz geeignet, glaube ich, auch zum Vorlesen für seine Kinder. Aber ich würde auch es ein All-Ager nennen. An dieser Stelle, denn auch als Erwachsener hat man hier sehr, sehr stark seine Freunde, wenn man denn des Englischen mächtig ist. Allerdings braucht man hierzu kein Hochschulenglisch, sondern es reichen die rudimentären Englischkenntnisse, denn ja, es ist eben in einfacher Sprache gehalten, aber sehr, sehr schön. Auch dazu wird es demnächst noch eine Rezension von mir geben. Dann kamen wir zu dem Wälzer, von dem ich anfangs sprach und ich habe bereits auch eine Rezension dazu gedreht, sie aber noch nicht hochgeladen, tut mir leid. Und zwar der Wälzer, den ich mir auf der Buchmesse kaufte, 4321 von Paul Auster. Puh, ja, fast 1300 Seiten hat dieses Buch. Es ist doch ganz schön schwer in meiner Hand. In diesem Buch geht es um Archibald Ferguson und ich muss sagen, dieser Charakter ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen. Wir erleben
ihn hier auf vier verschiedene Arten unterweisen, denn wir erleben nicht nur einmal, wie Archibald Ferguson ja erwachsen wird, sondern gleich viermal. Und zwar das in sieben verschiedenen Kapiteln, beginnend von seinem sechsten Lebensjahr bis ja, bis er, glaube ich, ja die Uni das College abgeschlossen hat und in das Berufsleben startet. Da begleiten wir ihn. Und jedes Kapitel ist eben in vier verschiedenen Varianten erzählt. Alles, was immer gleich bleibt, ist der Anfang, also die Familiengeschichte von Archibald und eben bis zu seinem sechsten Lebensjahr, als eine Wette, ja, eben das Leben der Familie zerstört oder eben auch nicht, je nachdem, welcher Geschichte man nun folgt. Und was sich auch nicht verändert, ist Archibald an sich, denn in jeder dieser ja, Geschichten oder Lebensstränge, die wir hier verfolgen, bleibt er doch so grundlegend gleich. Er ist ein Junge, der sich sehr gerne mit Sport auseinandersetzt, der die Literatur liebt, der das Schreiben liebt, der ein Mädchen namens Amy Schneidermann liebt, der eine sehr, sehr enge Beziehung zu seiner Mutter hat und von New York komplett fasziniert ist. Und das bleibt immer so, egal in welche Richtung er sich sonst weiterentwickelt, ob er eher der politisch Aktive ist, ob er ja der Vorstadtjunge bleibt oder doch der Großstädter. Es ist sehr, sehr toll und es ist jetzt keine Zeit, eigentlich intensiv darauf einzugehen über diesen Roman, aber ich werde es noch irgendwann in einer ausführlichen Rezension natürlich mit euch besprechen. Als nächstes lasen wir in unserem Leseclub Just Another Book Club. Wenn ihr mitmachen wollt, dann würden wir uns freuen. Auf Facebook findet ihr uns. Und zwar lasen wir in diesem Monat Die Kieferninsel von Marion Poschmann. Ein Buch, was nominiert ist auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2017. Und das hat uns alle am meisten angesprochen, beziehungsweise die Demokratie hatte bestimmt, dass das uns alle am meisten anspricht. Und ja, das ist ein sehr Japan- affines Buch. In diesem Buch geht es um den Protagonisten Gilbert Sylvester, der aufgrund eines Traumes seine Frau verlässt und völlig überstürzt nach Japan abhaut und dort einen jungen Mann trifft, der sich vor einen Zug schmeißen wollte, aber er kann ihn davon abhalten. Und ja, so machen sie sich auf den Weg, für den jungen Mann einen besseren Selbstmordort zu finden, obwohl Gilbert natürlich tief in seinem Innersten eigentlich diesen jungen Mann davon abhalten will. Und gleichzeitig begeben sie sich auf die Spuren von Basho, einem ja, japanischen Literaten, der eben ja viel gewandert ist und dabei Literarisches verfasst hat. Und ja, das Buch hat mir zu Anfang war es ein bisschen holprig, dann ging es sehr, sehr flott voran. Also es geht generell sehr, sehr flott voran, aber für mich auch von der Geschichte her hat mir dann angefangen, sehr, sehr gut zu gefallen und am Ende habe ich es komplett nicht verstanden, weswegen es für mich ein bisschen abfällt. Aber nochmal genaueres dazu natürlich in einer Rezension, die auch demnächst online kommt und es war jetzt nicht super schlecht. Wie gesagt, es hat mir ja in weiten Teilen auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen diese Japan-Sachen, wo man dann selber Lust hatte, das zu googeln und sich mit der Kultur von Japan zu befassen. Das hat die Autorin hier sehr, sehr gut dargestellt. Als nächstes las ich ein angefordertes Rezensionsexemplar vom DTV-Verlag und zwar Die Letzten von Madeleine Pras. In diesem Buch geht es um die letzte Bastion von verbleibenden Mietparteien. Es sind drei an der Zahl. Das Haus, in dem sie wohnen, soll eigentlich leer gewohnt werden, damit es typischerweise in einem aufstrebenden Stadtteil eben renoviert und teurer weitervermietet werden kann. Und sie sollen da nun raus. Sie, das ist eigentlich ja der Abschaum der Gesellschaft. Wir haben hier einmal einen Mann namens Kramer, der lebt im Erdgeschoss und ist in seinen 50er Jahren und seine Frau hat ihn verlassen. Er hatte keinen Job und ja, sein einziges Hobby ist quasi in der Kneipe rumhängen und ja, seiner Vergangenheit nachtrauern. Dann haben wir einmal die Butkis, eine alte Lehrerin, die mittlerweile verwitwet ist und mit dem Krebs zu kämpfen hat. Und immer wenn sie die Welt draußen nicht sehen will, dann setzt sie eine Taubenmaske auf und ganz oben unterm Dach wohnt noch Jersey, den Namen hat sie sich selber gegeben, heißt eigentlich Marina Weber und ja, Langzeitstudentin ab und zu jedenfalls mal und Gelegenheitsjobberin, die eben ihren Stoff auf ihrem Balkon anbaut und es dann raucht. Tja, und diese drei sollen nun rausgeekelt werden aus ihren Wohnungen und ja, man könnte sich ja jetzt zusammenschließen und dagegen kämpfen, aber das große Problem ist eigentlich, dass sie sich selbst nicht leiden können. Dieses Buch ist geschrieben mit so einem Art unterschwelligem Humor. Also es ist nicht humoristisch. Es hat nur diese unterschwelligen,
Ja, auch ein bisschen Sarkasmus, Humor, Gesellschaftskritik. Und mit Humor ist es immer ein bisschen schwierig. An manchen Stellen fand ich es zu überdreht, zu over the top. Aber ansonsten war es eine sehr, sehr kurzweilige Geschichte, die mir durchaus Spaß gemacht hat zu lesen. Aber dazu gibt es bereits eine Rezension auf meinem Kanal. Als vorletztes lasse ich dann auch ein Rezensionsexemplar aus dem Aufbau Verlag, und zwar das neueste Werk von Hang Kang, Menschenwerk. Und oh mein Gott, hat dieses Buch mich beeindruckt. Oh mein Gott, hat es mich angerührt. Und oh mein Gott, ich bin noch so völlig drin und völlig geschockt und völlig aufgewühlt. Das ist, glaube ich, eher das richtige Wort über dieses Buch. Und ich weiß noch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich weiß noch gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, auch wenn ich jetzt nach diesem Dreh hier eine Rezension dazu abdrehe, die ihr dann euch dann nächste Woche anschauen könnt. Hier geht es um, alles dreht und wendet sich eigentlich um einen Jungen, der ja in einem Aufstand mit verwickelt war, allerdings eher so als Nebenfigur. Und dieser Aufstand hat tatsächlich im Mai 1980 in Südkorea tatsächlich so stattgefunden. Ja, 1980, an 10 Tagen, wo ja Studenten einen Aufstand in einer bestimmten Stadt ja angezettelt haben, um eben sich zu wehren gegen ja die das Land wurde regiert vom Militär, und dagegen haben sie sich gewehrt, und das Militär hat natürlich mit größter Brutalität und Gewalt zurückgeschlagen. Und das ist so krass, dieses Buch. Ich muss es echt noch verdauen, und ihr werdet dann nächste Woche dann meine Rezension dazu erfahren, und dann könnt ihr es euch noch genauer anschauen. Aber das ist wirklich ein Buch, was mich berührt hat. Und ja, irgendwie, natürlich, man merkt die Autorin im Vergleich zu Die Vegetarierin, da ist sie wieder, die Autorin, da ist sie wieder. Man merkt es an ihrem Stil und wie sie einen fesseln kann und dann tatsächlich so Einzelschicksale einen einfach in die Fresse haut. Und aber es ist auch so komplett anders als Die Vegetarierin. Es ist, ich weiß es noch nicht, ich muss mir darüber noch Gedanken machen. Es ist echt, dieses Buch hat mich total überrascht und irgendwie total aus der Bahn geworfen. Und dann dachte ich eigentlich, das war's für diesen Monat, und habe noch so ein Buch angefangen und dachte, ja, das werde ich dann noch irgendwann im Oktober beenden. Das passt schon, und ich habe ja nur noch 2 Tage, bla. Und dann hat es mich so weggebasht. Also wie gesagt, dieser Monat ist eigentlich, wenn es Ausschläge hat, dann nur nach oben. Und das werde ich jetzt auch noch danach noch rezensieren nach diesem Video. Und das hat mich so noch mehr beeindruckt. Und das war so ein Buch, das habe ich aufgesaugt. Das habe ich angefangen zu lesen und wollte gar nicht mehr aufhören. Ich musste schlafen gehen, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste, aber ich wollte gar nicht aufhören. Und das passiert total selten. Und zwar geht es um Die Farbe von Milch von Nell Leeschen. Ich muss noch mal schauen, wie sie ausgesprochen wird. Und das ist total krass. Und das ist total ein Buch, was mich gefesselt hat. Es hat hier eine kindliche Protagonistin, einen Teenager. Mary heißt sie, 15 Jahre alt, und sie erzählt uns ihre Geschichte. Und sie lebt 1831, und sie erzählt uns eigentlich die Geschichte des Jahres 1830 bis zu den Anfängen von 1831, quasi ein Jahr, was ihr zugestoßen ist. Und wir merken, da ist irgendetwas passiert, was sie uns erzählen will. Und sie sagt auch, dass sie uns etwas erzählen will, damit wir besser verstehen können, warum es passiert ist. Und Mary hat erst Lesen und Schreiben im Laufe dieses Buches gelernt, und deshalb schreibt sie dieses Buch und diese Sätze, beziehungsweise die Autorin lässt ihre Protagonistin mit so einer Klarheit erzählen, mit so einer Reinheit. Das ist so beeindruckend gewesen. Also wir verfolgen alles so, was sie beschreibt. Das ist halt so aus ihrer Sicht und so aus mit total einfachen Worten. Und da ist kein Satz zu viel, keine Beschreibung zu viel. Es sind natürlich Beschreibungen und Details hier drin, aber es ist nicht zu viel, sondern genauso, dass wir diese Protagonistin verstehen. Und es ist so schön geschrieben. Und es ist so traurig, was diesem Mädchen passiert. Sie wächst als jüngste von 4 Töchtern auf einem Bauernhof auf, und der Vater verschafft ihr irgendwann, des Geldes wegen natürlich, er bekommt das Geld, eine Stelle beim Pfarrer. Die Frau ist krank, und Mary soll sich um sie kümmern, und dann verstirbt die Frau, und plötzlich ist Mary mit dem Pfarrer ganz alleine, und der Pfarrer ist ein Mann Gottes, aber doch nicht so sehr, wie er immer behauptet. Und das ist total schön geschrieben, und ich werde mich jetzt nochmal in mich gehen und dann versuchen nochmal eine ausführliche Rezension dazu zu verfassen, und dann könnt ihr sie euch nächste oder übernächste Woche gerne anschauen. Das ist ein absolutes 5-Sterne-Buch für mich, und das lege ich euch ans Herz. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen und dass ihr jetzt schon vielleicht dazu greifen wollt, und vielleicht habt ihr es auch schon gelesen und empfindet es genauso wie ich, aber das Buch
war jetzt nochmal der perfekte Abschluss quasi für diesen Lesemonat. Ja, das war's ansonsten mit meinem Lesemonat. Er war mal wieder ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben. Habt ihr das ein oder andere Buch davon auch schon gelesen? Dann schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Und vielleicht könnt ihr meine Emotionen bei den letzten beiden Büchern nachvollziehen und mir das auch mitteilen, ob es euch auch so ging. Und ansonsten sehen wir uns natürlich das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.